Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Mit mir ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und wir haben es ja bald geschafft. Dann ist die Bundestagswahl hinter uns und wir alle vielleicht schlauer oder auch nicht. Egal, wir haben jedenfalls in unserer Reihe der Parteiprogramme im Hinblick auf die Kita-Welt, Durchflügerei, noch zwei Parteien offen. Da ist zum einen die Linke und die Grünen. Und die Kollegin hat gesagt, Mensch, machen wir heute mal die Linke und dann noch die Tage irgendwann die Grünen. Und jetzt interessiert uns natürlich, was haben die uns denn für die Kita-Welt Schönes zu versprechen? Sie versprechen eine ganze Menge. Kitas taucht, also der Begriff an sich taucht an mehreren Stellen auf. Unter anderem, wenn es dann darum geht, dass Kitas auch aus Immobilien rausgedrückt werden, rausgepresst werden, wie auch immer. Aber wenn es tatsächlich nur um reine Kita geht oder Kita und Schule, sagen sie unter anderem, wir wollen, dass von Anfang an ganztägig das gemeinsame Leben und Lernen mit anderen Kindern in Kitas ermöglicht wird. Du unterbrichst mich, wenn du was sagen möchtest dazu? Das ist ja irgendwie so Standard. Das wollen sie ja fast alle, wie wir ja in den vergangenen Ausgaben gesehen haben. Es gab da ein paar Ausnahmen, aber die sind an der Stelle nicht so weiter relevant. So. Aber was jetzt wichtig ist, sie wollen tatsächlich sozusagen bundesweit einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Kita. Und zwar unabhängig davon, ob die Eltern arbeiten oder nicht, beziehungsweise was sie tun oder ob sie zu Hause sind oder ähnliches. Ganztagsplatz einfach, weil es auf das Kind ankommt. Okay, wir haben ja jetzt demnächst die Hortbetreuung, die so ansteht, die wir irgendwie, also den Anspruch, den Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztags-, in der Hortbetreuung. Und allein dort ist bereits völlig unklar, woher die ganzen Erzieher, Erzieherinnen kommen sollen, um dann wieder diesen Rechtsanspruch für uns Bürger letztendlich, nicht nur ein Traum sein zu lassen, sondern tatsächlich Realität werden zu lassen. Und wir haben ja das Gefühl, dass dann später alle sagen, oh Überraschung, das haben wir gar nicht bedacht, na so ein Mist. Aber auch jetzt müssen wir ja irgendwie gucken, wo wir die ganzen Erzieher herbekommen. Aber gut, erstmal über diesen Rechtsanspruch nachzudenken, finden wir natürlich nicht falsch. Ihn zu wollen, finden wir auch nicht falsch, weil tatsächlich, was kann das Kind dafür, wenn Mama und Papa entweder gerade ganz viel arbeiten oder ganz wenig arbeiten oder nicht wenig oder viel arbeiten können. Das ist ja etwas, was, wenn wir uns die frühkindliche Bildung anschauen, ja etwas, was völlig losgelöst doch eigentlich zu betrachten sei. Insofern haben wir damit eigentlich überhaupt gar kein Problem. Stimmt, genau. So, und weiter geht's dann damit, dass Sie feststellen, dass es im Moment alles, dass wir uns im Moment in einer Misere befinden diesbezüglich. Sie wollen also ein Kita-Qualitätsgesetz und in diesem soll unter anderem geregelt werden ein bundesweit einheitlicher Betreuungsschlüssel von im U3-Bereich eine Betreuungsperson auf maximal 3 Kinder und im Ü3-Bereich auf maximal 8 Kinder. Da hake ich jetzt mal so vorschnell ein. Da wird's konkret. Wir hatten ja bei anderen Parteien ein bisschen wohlfeile Worte an dieser Stelle gehabt. Das soll irgendwie bundesweit und die Qualität. Und da hatten wir ja ganz leise unsere Sorgen geäußert, dass das ja dann am Ende bedeutet, dass man sich irgendwo in der ungesunden Mitte trifft. Aber nein, hier ist ganz konkret was gesagt worden, was man sich dann als tatsächlich belastbare Qualität vorstellt. Insofern schön, dass da mal eine Zahl ist, über die man nachdenken kann. Exakt so. Dann wollen sie gute, gebührenfreie Kitas, sprich Elternbeitragsfreiheit. Und sie wollen, dass jedem Kind täglich ein kostenloses, gesundes, warmes Essen angeboten wird. Soll ich oder soll ich nicht? Bitte. Ich darf, okay. Also, warmes Essen ist ja wohl eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass das eben jedes Kind, was dann eben eine entsprechende Zeit auch in der Kita verbringt, dann irgendwie haben sollte, können wir uns auch mit anfreunden. Das generelle Beitragsfreie, das ist so ein bisschen kompliziert, weil es gibt ja durchaus einen ganzen bunten Strauß an pädagogischen Konzepten und auch gewisse Sachen, die sich Mama und Papa im Rahmen ihres Wunsch- und Wahlrechts so vorstellen, wie sie selber die frühkindliche Bildung am liebsten gestaltet haben wollen. Und hier so ein grundsätzlich, so muss man es ja rauslesen, einen grundsätzlichen Riegel vorzupacken, könnte eher kompliziert sein, könnte übrigens auch kompliziert sein im Hinblick auf die Rechte von Eltern, aber auch auf die Rechte von dann freien Trägern, die das irgendwie anders gestalten wollen. Aber insbesondere wenn die Kita-Finanzierung nicht zu 100% gestemmt wird.
Also haben wir in Berlin. Auf jeden Fall, das ist ja das Thema, was gerade rechtlich total ungeklärt, oder was heißt total, ziemlich ungeklärt ist, wie man dieses Spannungsfeld auflöst. Aber insofern gucken wir uns das erstmal an. Man kann ja das durchaus legitimerweise auch als Ziel anstreben. Da sind wir an der Stelle allerdings so ein bisschen, dass wir eben uns auch bei den ganzen Gründungsvorhaben von Kitas, von Krippen, von Kindern eben auch betätigen und wir da teilweise feststellen, das ist eben ohne diese Beiträge an dieser Stelle, an diesem Ort, mit dem und dem Konzept manchmal eben nicht klappt. Und dann wäre es eben auch schade, wenn diese Träume dann unerfüllt bleiben würden. Aber weiter. Um es ganz platt zu sagen, wir mögen es alle, dass wir irgendwie 10 verschiedene Joghurtsorten zur Auswahl haben, oder? Also insofern, und die Kosten dann halt auch gegebenenfalls unterschiedlich. Aber egal. Sie stellen fest, es fehlen Erzieher, Erzieherinnen und deswegen müssen Sozial- und Erziehungsberufe aufgewertet werden. Sie verdienen größere Wertschätzung, bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Deswegen wollen Sie gerne haben, dass die Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin in der frühkindlichen Bildung auf ein Hochschulniveau angehoben wird. Auch Menschen ohne Hochschulzugangsberechtigung sollen aber Zugang zum Erziehungsberuf haben und sie fordern eine Vergütung und gleichzeitig die Abschaffung des Schulgeldes, um den Beruf attraktiver zu machen. Da sind sie, glaube ich, relativ. Auf Hochschulniveau? Ja, es gibt Länder in Europa, da ist das tatsächlich so, dass man das eben von der Seite aus versucht. Oh, Frau Kollegin, wird erstmal vom Husten geschüttelt. Ich rede mal unauffällig weiter. Nein, das kommt ja durchaus. Also manche europäischen Länder sind da sehr, sehr hinterher und haben auch im Kita-Bereich das schon eingeführt. Aber da gibt es dann auch wiederum eine Trennung innerhalb der Kinderbetreuung oder der frühkindlichen Bildung, welche dann mit Hochschulabschluss dort tätig sein dürfen. Und dann gibt es die eben anderen pädagogischen Kräfte. Also ist eben auch die Frage, ob man dann wirklich das unbedingt innerhalb der Einrichtung so will. Und da die Kollegin erstens den Hustenanfall hatte und zweitens schon die Kinderbetreuung mit Joghurt verglichen hat, was garantiert wieder zu irgendwelchen Kommentaren führt, würde ich sagen, haben wir noch was? Joghurt ist total lecker und wichtig und deswegen ist es eigentlich total egal, wer sich davon angegriffen fühlt. Ich kann es vielleicht nachvollziehen, vielleicht aber auch nicht. Jeder, wie er möchte. Wenn man sich diesen... Egal. Beschäftigte in der Kindertagespflege sollen bitte aus den prekären Beschäftigungslagen herausgeholt werden und sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Im Moment dürfte es üblicherweise so sein, dass die als Selbstständige gelten. Und deswegen, das wollen die Linken. Also will die Linke abschaffen. Jo, kann man auch durchaus mitgehen. Dieses in dem Bereich ist ja eh schon von mehreren Gerichten angegriffen worden. Gut, ich glaube, damit haben wir es. Und... ja, dann fehlt uns noch eine Partei, machen wir die Woche auch noch und dann, wie gesagt, haben das durch an dieser Stelle. Interessant, manche sind da wirklich sehr schweigsam gewesen, was so deren Pläne bei der frühkindlichen Bildung angeht. Hier ist es ein bisschen konkreter geworden, vielleicht auch mal ganz gut. Und was es im Einzelnen bedeutet, ne, wenn man eben auch hier an die Höherqualifizierung denkt, das bleibt dann abzuwarten, wie es dann letztendlich auch umsetzbar ist. Das ist ja dann immer so das nächste große Thema. Aber da sind wir doch gegebenenfalls auch eher Optimisten. So, das war's an dieser Stelle. Bleibt gesund, haltet durch und bis die Tage. Ciao. Tschüss.